besonderes Garten- und Sonnenweinfest mit dem Motto Green Velvet Garden Lounge fand vor kurzem in Lochau statt. Wolfgang Grabherr, Entwickler von Isano, lud Isano-Tarier, wie sie humorvoll genannt werden, und Freunde zu diesem Event ein. Mit Blick über den Bodensee und einem vielfältigen und interessanten Programm wurde den Gästen über den ganzen Tag einiges geboten. Das schon fast märchenhafte Ambiente, die Natur genießen und miteinander zu teilen, alles dies stand im Mittelpunkt. Die 5000 Quadratmeter große Gartenanlage, welche vom Gartenarchitekten Enzo Enea gestaltet wurde, brachte die Gäste schon in die richtige Stimmung. Die Outdoor-Sitzkissen boten Platz zum Relaxen. Natürlich gab es aber auch genügend Möglichkeiten, die Produkte von Isano zu probieren und zu verkosten. Das Wirkungsprinzip von Isano ist breit gefächert. Ich wollte ein Nahrungsmittel, mit dem ich eigentlich eine Extremsportart ausführen kann. Und das ist eigentlich etwas Verrücktes. Ich wollte in die Antarktis gehen und habe gesucht, was gibt es dort, was kann ich mit mir, wo nicht so schwer ist, wo mich aber trotzdem ernährt und warm hält. Und bin drauf gekommen, es gibt eigentlich kein Nahrungsmittel, wo alles drin ist. Und das hat mich eigentlich ein bisschen nachdenklich gemacht, weil es gibt Zusatz auf der Welt, aber Nahrungsmittel, was eigentlich jeden betrifft, hat es noch nicht gegeben. Und so bin ich eigentlich dann neugierig geworden und habe mich mit dem Thema mal ein bisschen intensiver beschäftigt, wie dicht man Nahrung machen kann, weil es einfach von den Transportkosten relativ teuer ist, zum Nahrungsmittel reinbringen, man muss es mitschleppen. Und so geht es uns auch oftmals, wir schleppen zu viel Nahrung mit uns mit. Und das ist eigentlich so ein spannendes Thema gewesen. Ich wollte eigentlich schauen, wie effektiv kann man Nahrung machen. Das ist so quasi die Geschichte in einer Kurzabfassung. Ziel von Isano ist es also, die Qualität der Ernährung zu erhöhen und die Anwendung gesunder Ernährung zu vereinfachen. In der heutigen Zeit ist dieser Gedanke auf jeden Fall eine wichtige und notwendige Sichtweise. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, dies sind nicht nur Schlagworte, sondern für uns alle ein, wenn nicht der wichtigste Aspekt in unserem Leben. Die Besucher der Green Velvet Garden Lounge waren allesamt begeistert vom Event, aber auch von der Wirkung von Isano auf ihr Leben. Bei mir ist es eigentlich der Fall, ich hier nie müssen schauen. Ich hier nie müssen aufs Bett schauen, ich hier können leichter zum Schokolade, ein Pack Chips essen. Also ich habe einfach alles leichter können. Und dann sind halt wieder die Frauen. Der Wechseljahr kam und zum Röhren habe ich aufgehört. Und da habe ich so 8 Kilo bis 10 Kilo zugenommen. Und das bin einfach nicht ich gewesen. Und ich denke, ja, also gut, ich probiere das einmal. Das Produkt ist auch noch. Und ich habe gedacht, ach, das, ich kann das nicht und ich will das einfach nicht. Ich habe noch nie eine Diät, machen wir es einfach. Ja, und dann habe ich es probiert und ich habe mir von Anfang an eigentlich geschmeckt. Ich habe es gut können. Und ich mache es heute noch gelegentlich, also nicht immer ganze Tage, sondern nur über einen Tag. Und am Abend, wenn der Markt kommt, da koche und dann wird normal gegessen. Aber ich hebe mein Gewicht. Ich habe 5 Kilo abgenommen. Ich fühle mich wie ein Bier. Wohl, es muss nicht mehr sein. Man kommt auch ein bisschen älter, wo man dann mal ein bisschen anders sein darf. Und ich bin rundum glücklich eigentlich, muss ich sagen. Und das ist auch noch, wo man eigentlich wirklich zum Weiterempfehlen ist. Das. Der Weg war am Anfang recht hart. Der ist dann erste Woche ein harter Weg, aber mit 80 Tagen rein Isano-Einnahme habe ich 32 Kilo verloren. Und jetzt in einem Jahr, am Februar 2014, hatte ich 67 Kilo weniger. Der schöne und vor allem längste Tag in diesem Jahr neigte sich dann mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang und dem Sonnenwendfeuer dem Ende zu. Entspannung, Erlebnis und Information, für jeden war etwas dabei und jeder nahm sich die für ihn wichtigen Gedanken und Ansichten mit nach Hause.